Hallo und herzlich willkommen, hier sind wir wieder. Der Virtual Fight ist gar nicht so schwer. So. Ersten Schritt hätten wir geschafft. So. Also, ich muss mich ein bisschen konzentrieren, deswegen kann ich nicht so viel reden, tut mir leid. Aber, obwohl ich brauche mich gar nicht so konzentrieren. Das haben wir ja alles hier schon gemacht. So. Das ist, glaube ich, der Fight. Eigentlich ist der relativ easy auf dieser Stufe. Ich bin nur zu blöd. Noch nicht zu spät. Doch, ist es. Und da schubst er mich. Genauso schlechte Laune wie du. Das ist das Battle der schlechten Laune. Jetzt hat er doppelt so schlechte Laune als ich. Super. So, jetzt weiß ich auch übrigens, wie man ihn erledigt. Man quetscht die Dingens aus ihm heraus. Die Dämonentrieb-Dingens. Ich setz einfach diese Dämonentrieb-Scheiße ein. Nein! Hätte ich nicht machen sollen.
Jetzt hätte ich diese Dämonentrieb-Scheiße einsetzen sollen. Hab ich hier noch was? Wo ist denn der? So. Das hätte man mir aber auch sagen sollen, dass man den Dämonentrieb noch anmachen muss. Oh, jetzt hat er auch graue Haare. Oder liegt das am Schnee? Ne, er hat graue Haare. Wird jetzt von mir beschützt. Du hast die falsche Seite gewählt. Du bist kein Mensch, Dante. Du wirst nie einer sein. Die Engel sind genauso. Er hat aber auch Dämonenblut in sich. Und ich weiß nicht mehr, wer ich bin. Ja. Ich weiß genau, wer du bist. Du bist Dante. Nicht mehr und nicht weniger. Dann bekommen wir hier wohl noch eine kleine Rundfahrt durch das Studio von Ninja Theory. Ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Gegen Ende ein bisschen so habe ich es nicht gecheckt. Aber ich musste in den Dämonentrieb-Modus hinein, um ihn dann das Ende zu bereiten. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Das Ganze habe ich hier an 2 Tagen durchgespielt. Wie viel Spielzeit ist das? 7 Stunden? 8 Stunden? Von der Länge her finde ich es gar nicht so kurz. Also verhältnismäßig für unsere Zeit. So, das geht. Aber dafür wurde ich in dieser kurzen Zeit doch sehr gut unterhalten. Und das ist alles, was zählt. Es ist besser, als irgendwie sich 20 Stunden durch ein Spiel zu quälen. Die lieber kurz, knackig und dafür sehr spaßig als ja, halt so in die Länge gezogen ist. Durch Backtracking, durch
einfach Wellen von Gegnern, die einfach hinterher nacheinander kommen. Hier ist das auch, aber in Maßen. Wisst ihr, das ist noch fordernd. Bei anderen kommt man in den Raum, werden einem Monster zugeworfen, dann nochmal, dann kommt man in den nächsten Raum und so. Und ja. Ja, so viel dazu. Hier sehen wir noch ein bisschen Motion Capturing hier. Und es werden, glaube ich, was heißt sie glauben, sondern 100% die werden DLCs dabei noch kommen. Nicht nur Dingens DLC, so Kostüme, Skins, Waffen, Skins und so ein Zeugs, sondern auch Stories, also Story DLC. Kann ich mir gut vorstellen, dass wir hier von der jungen Dame noch DLC bekommen, dass wir mit ihr spielen können. Vielleicht auch mit Virgil. Vielleicht. Ja. Und mit Virgil ist es ja noch nicht gelöst. Der ist ja jetzt. Der will ja an die Macht. Also wird da auf jeden Fall noch ein DMC 2 rauskommen, Devil May Cry. Von Ninja Theory, wenn es sich denn gut genug verkauft. Das bezweifle ich aber nicht. Das ist ein gutes Spiel. Das wird sich auf jeden Fall gut verkaufen. Und sonst hoffe ich, dass euch das gefallen hat, dass ich euch unterhalten konnte. Zwischenzeitlich weiß ich, dass ich wenig geredet habe in manchen Fights oder Situationen, weil das ist für mich persönlich jetzt schon so eine Sache. Ich spiele ja nicht so oft solche Spiele. Ich bin auch nicht der beste Spieler, das ist mir bewusst. Und da muss ich mich einfach konzentrieren, da kann ich gar nicht so viel reden, auch wenn ich will. Dann müsste ich, wenn ich mehr reden will, müsste ich den Schwierigkeitsgrad runterstellen. Und das ist dann auch wieder kontraproduktiv für euch. Dann ist es zu leicht, dann macht das auch nicht so viel Spaß. Deswegen müsste ich mal. Das war so die goldene Mitte. Nicht, es hätte noch schwerer sein können. Da wäre ich aber dann nur noch am Sterben und so. Und könnte gar nicht reden. Und zu leicht würde ich nur noch reden und es wäre zu leicht, dann würde ich da durchrennen und die Monster würden mit zwei Schlägen down gehen. Und so ein Kram, das ist auch alles. Da muss man die goldene Mitte finden und ich glaube, ich habe das relativ gut hinbekommen. Ihr könnt mir ja ein bisschen Feedback geben, wie das so, was ich verbessern könnte. Könnt ihr mir erzählen in die Kommentare. Ihr könnt mich auch weiterempfehlen, wenn ihr Bock habt, wenn ihr mich denn gut findet. Ansonsten den ganzen Kram, den kennt ihr ja. Daumen hoch und so ein Zeugs, aber das ist jetzt auch egal. Ich werde das nächste Spiel jetzt anfangen. Ich weiß noch nicht, welches Spiel es sein wird, aber ich versuche mal irgendwas zu besorgen. Ich hätte sonst noch Dead Space 3 hier, aber hab gehört, das soll nicht so gut sein. Vielleicht gebe ich es auch wieder zurück. Es ist nämlich hier noch in Verpackung. Vielleicht gebe ich es zurück. Vielleicht schaue ich mir noch ein paar Videos an davon und dann überlege ich, ob ich Dead Space 3 spielen soll. Vielleicht gebe ich es zurück und hole es irgendwann nach, wenn es billiger ist. Ansonsten muss ich mal gucken. Koop-Modus, ne? Wenn ich jemanden finde, der mit mir spielt, also von meinen Kumpels hier, dann werde ich es wohl Let's Playen. Für euch so. Aber solo weiß ich nicht. Bin ich jetzt nicht so motiviert. Ich glaube, als nächstes werde ich The Cave spielen, falls ihr das kennt. The Cave ist so ein Indie-Studio-Game von irgendeinem berühmten Entwickler. Ich weiß es jetzt gerade nicht mehr. Ich schäme mich, dass ich es nicht weiß. Ja, auf jeden Fall The Cave. Wird es wahrscheinlich sein. Ich werde vielleicht noch ein paar Projekte beenden.
Genau. Ja, ein paar Projekte beenden. Mickey Epic habe ich angefangen. Batman, Lego Batman 2 habe ich durch. Das ist geil. Mickey Epic, Lego Harry Potter. Den ersten Teil müsste ich nochmal durchspielen. Den habe ich mit Buck zu zweit gespielt auf der Wii bis Mission 4, 5. Also ein Drittel habe ich bestimmt. Ein Drittel, ein Viertel, irgendwie so habe ich bestimmt von dem Spiel schon durch mit ihm. Ich glaube, den Rest muss ich alleine spielen, weil der in nächster Zeit nicht herkommen wird. Müsste ich das noch beenden? Ich habe mein Notizbuch nicht mit. Also nicht hier, sonst könnte ich euch noch ein bisschen was erzählen, was ich noch so vorhätte. The Cave, Lego Harry Potter, Mickey Epic, Rayman Origins. Rayman Legends wurde ja verschoben. Wird ein Multiplattform-Titel statt Wii U exklusiv. Also Skandal hier. Darüber könnt ihr auch meinetwegen diskutieren. Also, was haltet ihr davon, dass Rayman Legends nicht mehr Wii U exklusiv ist? Das war ja immer ganz groß angekündigt, Wii U exklusiv. Und so war auch eines meiner Gründe, wieso ich mir die Wii U gekauft habe. Und jetzt wird es verschoben um ein halbes Jahr in den nächsten Herbst. Oder diesen Herbst. Und wird auch für die PS3 und Xbox 360 rauskommen. Weil eigentlich müsste das Spiel in ein paar Wochen, in zwei Wochen oder so rauskommen, drei Wochen. Von dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, ich weiß nicht, wann ich es hochlade, aber von diesem Zeitpunkt von mir jetzt aus sind es, glaube ich, noch drei Wochen. 28. Februar war das, ne, Release. Das ist fertig, das Spiel. Und das verschieben die jetzt um 6 Monate, damit sie die anderen zwei Plattformen noch nachholen können, nachporten können. Das finde ich jetzt schon ein bisschen scheiße, dass man deswegen das nicht, dass es Multiplattform wird, das ist mir egal. So, aber dass ich warten muss. Dass ich warten muss auf Dingens. Wie heißt auf das Spiel. Auf 6 Monate. Ich habe die Zahlen und so gerade alle gelesen, deswegen war ich ein bisschen abgelenkt. Aber, dass ich warten muss, 6 Monate lang. Obwohl das Spiel fertig ist. Die hätten, wenn es nicht Wii U exklusiv schon ist, dann hätten sie das wenigstens früher freischalten, releasen lassen sollen. So, um das spart, ein neuer Modus. Eine brandneue Variante mit neuer Gegnerverteilung und neuem Gegnerverhalten. Versuche diese nicht als nächstes. Okay, neue Kleidung. Weißhaariger Dante greift von der Mission. Dann schauen wir das mal an. Extras hier vielleicht. Intro will ich gar nicht. Obwohl, das Intro weiß ich gar nicht, ob ich es am Anfang eingeblendet habe. Ich glaube nicht. Ups, das wollte ich gar nicht. Training verlassen. Missionen. Sohn des Sparda. Spielen mit Stellkragen. Gegner wählen. Okay, das ist so ein... Okay. Dann nehme ich hier mal das. Aussehen und Vorteile. Was bringt mir das? Aha. Dann schaue ich mir eben nochmal den Sohn des Sparda. Mit neuen Gegnerwellen. Ach so. Dann kommen hier Verbesserungen.
Ja, es ist ja egal jetzt, was ich hier mache. Das ist ja egal. Ja, das war's aber dann. Den Sparta-Modus da, den mache ich nicht mehr. Ja, wie gesagt, das war's. Ich habe euch ein bisschen über die Zukunft meines Kanals, meiner Videos erzählt, ein bisschen was ich von diesem Wii U Rayman Legends Ding halte und ja, jetzt seid ihr dran. Erzählt mir mal, was ihr so gerade davon hält, von meinem Kanal, von mir, von der Wii U mit Rayman Legends oder auch Wii U allgemein, das interessiert mich gerade. Da werden noch ein paar Sachen kommen für die Wii U, aber ich muss sagen, es ist tote Hose für das Ding jetzt. Naja, diskutieren wir in einem anderen, ich erzähle das in einem anderen Video wahrscheinlich weiter oder so. Vielen Dank fürs Zuschauen. Danke für die Unterstützung, fürs Feedback und so schon mal. Bis zum nächsten Mal in einem anderen Spiel.